Morgen ist es endlich soweit. Die Europäische Kommission wird das Klimazwischenziel für 2040 vorstellen. Wir wissen ja vom Wissenschaftlichen Beirat, die haben empfohlen, 90-95% sollten erreicht werden bis 2040, damit wir überhaupt eine Chance haben, bis 2050 klimaneutral zu werden. Denn die letzten Prozente sind immer die schwierigsten. Jetzt ist schon ein bisschen was durchgesickert und das klingt jetzt nicht arg furchtbar gut. Erstens, die Kommission will wirklich nur bei 90% stehen bleiben. Und zweitens, was ich viel dramatischer finde, sie setzt auf Wunder. Wie durch ein Wunder sollen in Europa keine Wälder mehr abbrennen. Wie durch ein Wunder soll CCS, also Kohlendioxid einzufangen und zu speichern, unglaublich billig werden, sodass es sich weiterhin lohnt, fossile Kraftwerke zu betreiben. Wie durch ein Wunder soll Atomkraft plötzlich so billig werden, dass wir jede Menge neue von diesen sogenannten kleinen modularen Reaktoren, die gibt es im Moment nur auf dem Papier, das einzige Projekt, was es gab, kommerziell in den USA, ist gerade wegen Kostenexplosion abgesagt, aber nein, wir setzen weiter drauf. Dabei haben wir doch alle Werkzeuge schon im Koffer. Wir haben Windenergie, wir haben Solarenergie, wir haben Geothermie, wir haben Solarthermie, wir haben Biomasse für die Zeit, wo wirklich kein Wind weht, keine Sonne scheint. Wir haben Batteriespeicher, wir haben demnächst auch Wasserstoffspeicher, auch das ist nicht so schwierig. Und ganz wichtig, wir haben unsere natürlichen Senken, wir haben unsere Wälder, wir haben unsere Moore, wir haben unsere Feuchtgebiete und die müssen wir stärken. Denn wir haben ja nicht nur eine Klimakrise, wir haben auch ein Artensterben, wo wir dringend handeln müssen. Wir haben eine Umweltverschmutzung, wo wir dringend handeln müssen. Und nur gesunde Ökosysteme können uns dabei helfen, diese drei Krisen gemeinsam anzugehen. Das muss sich die Kommission wirklich noch mal ins Stammbuch schreiben lassen. Ich bin mal gespannt, was sie wirklich morgen vorstellen.